Ja, Leute, heute haben wir etwas ganz Besonderes, um genau zu sein, Spell Ruler. Ja, Leute, Spell Ruler is back und ich freue mich besonders, denn 25 und wir freuen uns wirklich, dass wir eben jetzt hier die alten Sets nochmal bekommen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze auf. Doch, nein, denn bevor wir das Ganze aufmachen, ich habe nicht eins, sondern ich habe zwei davon und eins davon könnt ihr gewinnen. Ja, ein komplettes Display geht an euch, beziehungsweise an einen von euch. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach einen Kommentar schreiben und das Ganze geht im gewissen Zeitraum. Infos dazu auch in der Infobox, einfach mal vorbeischauen. Dort sind eben die Teilnehmerbedingungen und das Ganze verlose ich. Also Kommentar schreiben und im Infobox abchecken. Aber jetzt wollen wir das Ganze öffnen, denn wir wollen hier gucken, was für ein schönes Scene. Ist es hier wieder mit, man erkennt das gar nicht. Es ist hier wieder mit Einknickfunktion, dass man es ganz leicht aufmachen kann. Sehr schön. Gefällt mir immer sehr gut, wenn das Ganze das, weil dann braucht man nicht irgendwie ewig, um das Ganze aufzumachen. Sieht sehr schön aus. Nostalgie ist natürlich da. Und was kann man hier ziehen? Man kann hier schön alte, wir können hier aufgegeben ziehen. Wir können hier Schnappstahl, die linken Du, mystischer Raumtaifun. Wir haben hier sehr viele alte Karten und ikonische Karten. Und viele Karten davon, selbst heute noch beliebt. Also, obwohl es so lange her ist, sind die Karten noch beliebt. Oh, sind kürzer gefühlt, ne? Gefühlt ist es kürzer. Also, vielleicht, ich habe auch länger keine Karten mehr aufgemacht. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Wir fangen an. Und natürlich, Leute, ihr dürft nicht vergessen, das ist jetzt nicht so Karten, also es sind halt die allen Karten, ne? Ist ja klar. Schlangenzahn, Königsvogel. Ja, Leute, da haben wir es. Ein Monster mit 5 Sternen, also ein Tribut. Und ja, 2000 Verteidigung, 1200. Und dieses Monster greift seine Feinde mit seinen riesigen Schnabel an. Ich meine, der ist wirklich groß. Ja, weiter geht's. Sehr interessant. Ich kann eigentlich zu jeder Karte was sagen. Das ist halt das Ironische. Weil Kindheit. Also diese Karten habe ich, das waren die ersten Karten mit unter anderem, die ich bekommen habe, überhaupt jemals. Also dementsprechend, ja, ich dachte mal, ist eine ganz geheime Karte, die kennt keiner. Natürlich kannte die jeder, ne? Also das ist klar. Auch und der Karatemann und Schneider der Utiker und Flammen und Kappa. Ich finde, hat was. Hat was und mechanische Schnecke ist wirklich ein Monster. Also das sieht, also da will ich, ja, ne? Ist glaube ich klar. Ich glaube, es ist wirklich. Es fühlt sich so an. So, oh, hungriger Burger. Was sehr interessant ist, weil die Karte gibt es ja inzwischen jetzt ja auch als Collector's Rare. Haben wir ja auch gezogen. Und hier jetzt eben, ja, als Kammern dann drin. Sehr schön. Magisches Labyrinth. Stimmt, ich glaube, dieses Labyrinth auch drin. V und Hurischer Schattenspeer. Der sogar in einer Deck schon mal Spiel gesehen, also Play gesehen hat, dementsprechend. Nice. Und Blitzangreifer. Fressen gewohnt. Da dachte ich auch immer, wenn er gegen ein Monster beschwört, eine Art DK von 500 oder weniger hat, ist es zerstört. Ich dachte, das wäre irgendwann eine Karte, die richtig gut wird. Ja, habe mich ein bisschen gehört. Bogenschützen. Wir wollen natürlich Thun haben, denn ja, Leute, auch Thun ist hier drin. Denn hier ist zum Beispiel der bläuige weiße Drache in Thun-Version. Also dementsprechend wollen wir auch hoffen, dass wir ziehen. Labyrinthmauern, sehr stark natürlich. Ein Tribut, 3000 Verteidigung, das ist extrem stark. Das ist genauso stark wie eben wie der bläuige weiße Drache. Dementsprechend, ja, ne, ist sehr krass. Challenger der 1000 Hände. Ich meine, wie gesagt, die Karten sind auch heute noch beliebt. Kennt man natürlich in Ritualdecks, ne? Deswegen ist es interessant. Wetterbericht. Der Wetterbericht, man kennt ihn ja. Und Schwertjod, auch eine interessante Karte. Wenn die Karte, nachdem sie geflippt wurde, vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wurde, beschwöre jeden Spieler ein Monster von den Friedhof als Spezialbeschwörung, offene Angriffsposition oder verdeckte Verteidigungsposition. War auch eine interessante Karte. Also, es ist echt, echt Nostalgie pur. Einfach Nostalgie pur. Die Schildkrötenschwur. Stimmt, hier ist das Ritualmonster ja auch drin. Also, ich muss zugeben, ich weiß gar nicht alle Karten, die hier drin sind. Wir können Hamburger beschwören, wir haben alles. Riesenratte, Leute, Riesenratte, der Effekt, das ist einfach der Vorreiter für so viele Karten. Riesenratte, absolut stark. Klangvogel in Speed-Duel, auch für Ritual-Decks, inzwischen für eben nicht. Tribut, auch so eine Karte, Peitschenkrähe. Ja, wir haben hier halt insgesamt 24 Booster mit immer neuen Packs. Spielautomaten. Ja, und die, es ist Kindheit, es ist Kindheit pur. Ich meine, 700 ATK drauf, das ist einfach, wow, einfach super gewesen. Und du kannst die 500 Lebenspunkte zahlen und lege sie auf dein Deck. Das heißt, du hast es für das nächste Monster auch. Ey, glaub mir, Leute, früher war das wirklich, dunkles Zebra und Mega Rerun. Ja, der ironischerweise eigentlich eine Thun-Karte ist, aber nicht Thun-Namen hat. Und wir haben Gaia-Kraft, ja, natürlich,
Finstere Naht, wirf zwei Kämpfer aneinander ab, wähle ein offenes Monster und ändere es in die verdeckte Verteidigungsposition. Ja, vielleicht war das früher mal ein bisschen anders. Das war mal eine sehr einzigartige Karte. Jetzt hier mit den Texten. Und wie gesagt, wir sehen hier vier Spells ohne Ende. Denn, ja Leute, ich meine, es ist zu Beginn der Zeit gewesen. Ne? Dort gab es quasi alles noch nicht. Dementsprechend musste man hier machen. Das ist auch sehr interessant. Wirf fünf Karten aus der Hand ab, zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld. Sie klingt mächtig. Ist aber bei 5 Karten abwerfen doch ein bisschen, schwierig zu aktivieren immer. Horn des Einhorns, auch hier, einfach 700 ATK und Pinguinritter. Wir wollen natürlich hoffen, dass wir hier eine Super Rare oder eine Ultra Rare, natürlich eine Secret Rare wäre hier super schön, aber das erwarte ich gar nicht. Aber wäre natürlich super, wenn man es ziehen würde. Erdsoldat, Wächter des Thronsaals. Oh, das ist sogar für einige auch eine sehr ikonische Karte. Allgemein, oh, Voranstürmen. Voranstürmen ist auch super. 700 ATK ist natürlich toll. Und, oh, die erste Super Rare. Thunwelt. Und ja, Leute, jeder weiß es. Thun, das ist es. Pegasus hat das Ganze gespielt. Und ja, Thunwelt ist super hübsch. Können wir ja schon mal zur Seite legen. Ist eine Super Rare. Nice. Und, sehr schön. Super Rare. Ja, vielleicht sehen wir noch eine Ultra Rare. Oh, das Booster haben wir komplett zerrissen. Aber die Karten natürlich nicht. Das wäre auch ein bisschen schade. So, Mauernschatten, Gringly, zum Beispiel Beschützer, ewige Ruhe. Also, das Artwork ist auch immer noch krass. Riesenratte, die zweite. Oh, schaffen wir drei Riesenratten? Das wär's, ey. Warte mal, ich muss mal in die Riesenratten rausholen. Ich bin auf der Suche nach Riesenratten. Das ist jetzt meine Mission. Ich will eine dritte Ratte. Ich will eine dritte Riesenratte. Das ist klar. Hier ist die nächste Mega Green Run. Wo ist. Hungriger Burger? Wo ist meine Ratte? Wo ist die Ratte? Oh, ich finde sie nicht. Was ist das denn jetzt? Ah, ganz unten. Natürlich. So, wir haben zwei Riesenratten und Thunwelt. Wir wollen eine dritte. Wir wollen eine dritte Riesenratte. Und. Oh, bitte, bitte. Oh, es gibt so gute Ultra-Wares hier. Die. Also. Auch eine Karte. Ich habe sie früher in mein Deck gespielt. Man glaubt es kaum, ne? Also früher war es ja eh so. Oh, Cyberdose und okay. Cyberdose, auch eine sehr interessante Karte, die auch einen sehr starken Effekt hat. Man muss ja sagen, ihr habt es ja schon gesehen hier, es gibt viele, die keinen Effekt haben. Die hat einen Effekt, der echt gut ist. Was wollte ich sagen? Genau, früher war es ja so, also zumindest zu meiner Zeit, dass dein Deck einfach nicht irgendwie ein Themendeck an sich war, sondern einfach ein Deck war mit den besten Karten, die du hast. Also zum Beispiel, ja, diese Karte habe ich natürlich gespielt, weil sie stärkt um 700. Axt der Verzweiflung hatte ich da nicht, glaube ich, und dementsprechend musste ich das spielen. Hätte ich Axt der Verzweiflung gehabt, hätte ich Axt der Verzweiflung natürlich reingepackt. Mutter Grizzly ebenfalls, ein paar mehr zu Riesen hatte, ganz klar, ebenfalls. Und Upstart Goblin, Leute, Upstart Goblin. Und die Karte, ja Leute, ihr wisst es selber, ne? Die Karte hat schon einiges verursacht, dementsprechend sehr schöne Karte. Auch sehr viele Erinnerungen. Habe ich in Sky Striker gespielt auch, dementsprechend, ja, ich habe damit einiges erlebt, auch mit der Karte selber. So, Steinoger. Hungriges Rezept, flinker Momonga, flinker Momonga legen wir auch raus. Flinker Momonga, super. Wetterbericht, Kettenenergie, Einfach Karten, die in Lebenspunkten Schaden zufügen, gab es auch schon ziemlich früh. Also ziemlich früh gab es schon eben diese Mechanik, dass man eben nicht nur durch Angreifen Schaden des Gegners zufügen konnte, sondern eben auch eben durch Effektschaden. Ne? Und dann haben wir Feuerkrake, Chor, mystische, ich wusste gar nicht, dass hier ist, oh, mystischer Raumtyphon in Ultraware. Boah, das ist hübsch. Oh, ja Leute, ich brauche nicht sagen, es ist die bekannte Karte. Mystischer Raum Typhoon. Es ist, ich glaube, die Karte kennt, also jeder, der Yu-Gi-Oh! Spielt, kennt diese Karte. Es ist unglaublich. Wir ziehen sie einfach, nice. So, jetzt haben wir noch die Hälfte vor uns, was sehr gut ist. Ich wusste gar nicht, dass hier die ganzen Karten sind. Also Mystische Tomate, Riesenratte und Flinker Momonga. Ich wusste gar nicht, dass die alle in ein Set rauskamen. Die kamen unterschiedlich in ein Set raus. Krebsschildkröte, wie gesagt, habe ich schon. Und ja, die hat einfach 2550 stärker als der schwarze Magier. Dementsprechend, dunkle Magier, dementsprechend, ja. Und der zweite Upstart, den nehmen wir auch mit. Zweiter, Pergamon Goblin. Nehmen wir alles mit. Das ist super. Mal gucken, vielleicht sehen wir noch eine mystische. Oh! Wir haben ihn! Den bläuäugigen Thundrachen! Oh, es ist hübsch. Und der Secret Rare Effekt ist hübsch. Der Secret Rare Effekt ist so hübsch. Der Secret Rare Effekt. Oh, so hübsch. So hübsch. So hübsch. Okay, ja,
Das war's, das war ein Opening. Ich bin zufrieden. Nein, natürlich nicht. Wir machen den restlichen auch noch auf. Aber, okay, warte. Wir haben. Wir haben eine Ultra und eine Secret Rare. Ich sag doch nicht nein, ne? Nehmen wir natürlich mit. Ufo. Oh, noch eine Super Rare und eine dezente Super Rare. Man sieht hier, dass hier eigentlich nur die Kette glitzert. Nur die Kette selber und natürlich oben das Logo und das Ausrüstungszeichen auch, aber der Rest nicht. Ich mag das immer sehr, wenn Karten, auch hier wie beim Bläuigen, es glitzert nicht der Drache selber, aber alles im Hintergrund und, na gut, also die Augen, die Zähne und so glitzern auch, aber der Drache selber an sich nicht, was ich sehr hübsch finde, einfach eben, weil es sich so schön absetzt. UFO-Schildkröte legen wir natürlich auch raus. Ich wusste echt nicht, dass hier die ganzen drin sind. Ist ja ein sehr gutes Set. So, Mauer, Feuer, V, Riesenkeim war, ja, jetzt hört aber auf. Jetzt hört auf. Jetzt, nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Riesenkeim auch noch. Krass, alles Monster, die eben was tun, wenn sie zerstört werden. Flink, oh, Megawandler, Megawandler. Wie viele Erinnerungen habe ich an diese Karte? Und auch sehr viel Leid. Wie oft habe ich gegen diese Karte verloren? Ich weiß nicht. Es ist immer sehr, ja, sehr blöd gewesen, wenn der Gegner dann eben dich bremst. Du bist komplett in Führung, hast das stärkste Monster auf dem Feld. Gegner hat Megawandler und sagt, das war's. Super auf jeden Fall. Megawandler habe ich ja auch drin. Boah, wir haben einfach zwei Ultras, zwei Super und haben. Und Secret. Oh, das ist. Wir haben echt alles, ne? So, wir haben aber noch Booster. Oh. Und irgendwie schaffe ich das nicht ganz, die aufzumachen. Aber egal, wir machen weiter. Mythisches Labyrinth und Cyberdose nochmal. Cyberdose nehmen wir auch mit. Wie gesagt, Cyberdose. Auch eine gute Karte. Oh. Das sollte, glaube ich, nicht so passieren. Ich mit den Öffnen, die Technik ist noch nicht perfekt, habe ich so das Gefühl. Trotz so vieler Karten. Und dunkle Hexe, Riesen. Die dritte! Es ist die dritte Ratte! Wir haben drei Ratten. Ich bin vollkommen zufrieden. Die dritte Ratte. Ich bin vollkommen zufrieden. Also wäre auch schlimm, wenn ich nicht. Oh! Ja, da erinnere ich mich auch noch, als ich die gezogen habe früher. So, wir haben noch vier Packs. Die letzten vier Packs. Bin gespannt. Ziehen wir noch eine Super? Boah, ich hätte noch gern. Oh, eine Superbär. Hier ist Riesentornade drin. Ich würde gerne Riesentornade noch ziehen. Englische Freunde. Und, oh, Thron. Es ist ein Super Rare. Ich sag da nichts. Throngreifer. Nee, Thronangreifer. Nicht Thronangreifer selber, sondern Thronangreifer. Ja, Flip, wähle ein Monster auf dem Spielfeld deines Gegners, tausche die Kontrolle über das gewählte Monster und diese Karte. Dieser Effekt kann nicht in der Battle Phase aktiviert werden. Ja, das wäre auch ein bisschen schwierig mit den Damage Step Regeln. Dementsprechend, ja, ist das ganz gut, dass das hier eben nicht in der Battle Phase funktioniert. Wir haben noch eine Super Rare gezogen. Oh, Beschlagnahm, Riesentornado, Qual der Wahl, Hungrige Burger, Katanamann, schade, schade, aber was ja schade. Alles supi. So, letzten zwei, komm. Ich hätte noch. Oh, Axt der Verzweiflung. Oh, Riesentronade! Riesentronade! Das ist aber Riesenglück! Riesentronade. Wir haben einfach Riesentronade gezogen. Ui. Und auch hier, dieses Detail, ich liebe es. Das Haus hat keinen Super Rare-Effekt. Und das hier auch nicht. Was soll das sein? Ich glaube auch ein Haus, ne? Oder. Nee, ist ein Teil des Hauses? Eine Scheune? Ein Turm? Auf jeden Fall. Alles andere hat einen Super Rare-Effekt, das nicht. Ich finde sowas unglaublich hübsch. Unglaublich hübsch und letztes Pack. Ist es egal. Ich bin einfach nur happy. So, komm, letztes Pack. So, so, Schicksal. Glänzender Elf ist auch hier drin. Okay, ich habe einiges verpasst, was das angeht auf jeden Fall. Und wir gehen hier die Zusammenfassung. Crazy. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. So. Wir haben das hier und wir gehen hier nur. Wir haben nur zwei Upstart. Das ist natürlich schade, aber ist nicht schlimm. So, ich habe zu viele Karten. Zu viele Karten, hallo. So. So. So, das Ganze. Hier haben wir das Ganze. Wir haben einfach die Secret gezogen, die wir wollten. Wir hätten auch Schlangen dran ziehen können, aber den fand ich doch schöner. Megawandler ist eine Megakarte. Mystischer Raumtelefon kennt jeder. Riesentronade auch super gut. Toon World. Dann Thronangreifer. Abstar. Tomate. Ich wusste gar nicht, dass hier Tomate drin ist. Halt Cyberdose. Fliegende Karakiri. Nochmal eine Super Rare, die ich jetzt irgendwie nicht da habe. Nochmal ein Abstar. Mystische Tomate. Grizzly. Wie gesagt, Riesenratte. Wir haben drei Ratten. Die sind schon wieder unten. Also, die kommen wir wieder immer nach unten. So, machen wir nochmal. Ufo-Schildkröte, Riesenkeim, Flinke Momonga, Glänzende Elf und eben dreimal die Riesenratte. Aber zum Schluss
Ey, wir müssen hier sie nochmal ins Bild legen. Das ist einfach hübsch. Das ist einfach hübsch. Und einfach toll. Ja, Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Riesen Dank nochmal an Konami, dass das Ganze hier öffnen durfte. Und wie gesagt, ihr könnt eins gewinnen. Hier ist noch ein original verschlossenes und das schicke ich einen für euch zu. Wie gesagt, einfach mitmachen, Kommentar schreiben, dann seid ihr dabei. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.